Kennt ihr das? Ihr wollt auch so ein bisschen mehr Power geben beim Singen. Und dann denkt man, okay, jetzt spanne ich nochmal die Zwerchfellmuskeln an, die Bauchmuskeln. Jetzt gebe ich nochmal richtig Gas, drücke nochmal schön auf die Stimme und ziehe nochmal den Kehlkopf hoch, um die Lautstärke zu verändern. Oh my God. No, God! No, God, please, no! Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit. Dein Lieblingscoach ist am Start. Mein Name ist Tanja Levy. Und wer richtig sehen will, wie geil der Unterricht für dich ist, der schaut mal am besten auf meine Website. Denn dort stehen richtig, richtig coole Bewertungen von meinen Lieblingsschülern. Vielen, vielen Dank dafür. Und dort habt ihr auch einen Einblick, wie unser Coaching-Programm funktioniert und wie ihr daraus profitieren könnt. Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, besseres Auftreten im Alltag. Und nicht nur auf der Bühne. Fehler Nummer 1 ist schon mal Kehlkopf hochziehen. Das ist so ein alter Volksmythos, dass man denkt, ich muss jetzt lauter werden und deswegen gröhlich und zieh den Kehlkopf hoch. Der Kehlkopf ist nicht entscheidend dafür, ob du lauter wirst oder nicht. Ja, sondern das Volumen ist A erstmal entscheidend. Nummer B ist, man denkt, man muss jetzt das Zwerchfell richtig drücken, wie beim Sport. Bitte, bitte ganz wichtig, Sport. Zwerchfell und Gesangszwerchfell sind ganz zwei verschiedene Paar Schuhe. Lass es dir von mir gerne nochmal sagen. Ich habe selber geboxt und viele, viele Jahre geboxt und auch an der Schauspielschule, wo ich gearbeitet habe im vierten Semester, haben die Schüler immer geboxt und sind danach direkt zum Gesangsunterricht gekommen. Und vielen von denen ging es überhaupt nicht gut, weil das ganze System, wie das beim Boxen arbeitet, die ganze Muskulatur, die beansprucht ist, die ganze Atmung ist eine ganz andere Art von Atmung, wo das Zwerchfell die ganze Zeit angespannt ist. Und beim Singen soll es eben nicht die ganze Zeit mit so einem Überdruck angespannt werden wie beim Boxen. Das heißt, Zwerchfell jetzt richtig zusammenziehen ist hier total verkehrt. Ja, und Nummer 3, man denkt jetzt, man wird lauter, indem man mehr Druck ausübt auf die Stimmbänder. Und man kann natürlich Druck ausüben. Verschiedene Arten von gesunder Druck oder so ein bisschen mehr Effort, wie man das vielleicht sagen würde im Englischen. Es gibt ja so, sollen wir nie Druck ausüben auf die Stimmbänder. Ne? Man soll ja immer eine Intensität haben beim Singen, aber nie so eine Überspannung. Immer so eine gesunde Spannung, aber nie so ein Überdruck. Und das ist halt eben auch nicht richtig. Es kann sein, dass bei einigen Konsonanten, bei einigen Vokalen der Stimmansatz richtig stark zusammenkommt. Und dann wird es auch laut. Ja, wie bei so einem G, D und B. Vielleicht auch bei anderen, aber im Grunde wollen wir keine Überspannung und wollen nicht noch umpressen und drücken. Was beim Pressen und Drücken passiert, das habe ich schon mal in einem Video erklärt. Und zwar Drücken beim Singen. Das lasse ich jetzt mal zum Schluss hier laufen. Das könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Dann erkläre ich, was passiert eigentlich, wenn wir drücken beim Singen und warum wir das nicht machen sollten. Wie wir eine super Lautstärke mit dazu bekommen können, ist mit Twang. Mit Nya, Nya, Nya und Nee, Nee, Nee. Und mit so nasalen Resonanzen, die wir da jetzt benutzen, die uns ein bisschen helfen. Für Twang machen wir nochmal ein extra Video, aber Twang hilft dir auf jeden Fall automatisch lauter zu werden. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, ich bin heute schon wieder total nasal, aber ich gebe jetzt mal so ein Beispiel. Seid mal bitte nicht so nasal wie ich heute. O-Vokal. O. O. Das war jetzt nasale. O. We could have had it all. Oh, ich bin aber auch von Natur aus laut. Wir machen es jetzt aber mal twang laut. Think I'll try. Nya, nya, nya. Da hast du den Twang schon so ein bisschen wie so ein Teppich drüber. Nya, und du spürst es in den Ohren. Es ringt dir in den Ohren, diese hohe Herz. Und im Grunde genommen verlagert sich der Stimmsitz weiter vorne. Man kann auch teilweise manchmal fühlen, wie das hier vorne vibriert. Das sagen immer die Amerikaner zu Sing in the Mask, weil sie fühlen, dass der Resonanzraum hier im Gesicht ist. Dazu habe ich auch noch mal ein Video. Aber auf jeden Fall, Twang ist das der entscheidende Faktor, wie du dann lauter singen kannst, ja? Und think I'll try, try, try. Also ich habe den jetzt bei mir natürlich drin, deswegen fällt es mir ein bisschen schwer, das jetzt ganz klar, aber ich mache es noch mal mit dem O. O. Spiele ich auch noch ein bisschen mit meinem Gaumensegel da. Da hört ihr, wie
mir schon deutlich lauter geworden ist, ohne dass ich eigentlich viel gemacht habe. Also habe ich jetzt nicht super viel Gas gegeben, ne? Gas im Sinne von viel Volumen verbraucht oder mich ja jetzt auch super angestrengt. Ich habe mir also Twang benutzt. Ja, und wer wissen will, was Twang ist und wie das geht und funktioniert, der sollte sich am besten in meinen Unterricht anmelden. Ja, wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt doch mal in die Kommentare. Und jetzt gibt es im Anschluss auch nochmal die anderen Videos. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, euch im nächsten Video zu sehen. Ich bin auch auf Instagram und liebe Grüße aus Hamburg.